Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Einführungsvideo über Evernote. Das ist ein Tool für die Organisation von Notizen und Dokumenten, das auch bei der Recherche für die VWR sehr nützlich sein kann. Nachdem ihr euch Evernote installiert und es geöffnet habt, findet ihr folgendes Bild vor. Hier könnt ihr nun eine neue Notiz erstellen, sowie auch weitere Notizbücher hinzufügen. Mehrere Notizbücher könnt ihr auch zu Notizbuchstapeln zusammenfassen. Beim Erstellen einer neuen Notiz könnt ihr den Titel ändern sowie den Text nach euren Wünschen anpassen. Ihr könnt die Schriftart sowie Größe ändern, den Text dick oder auch kursiv machen und wichtige Passagen hervorheben. Für Zeitpläne oder zur besseren Organisation helfen euch Tabellen oder ihr könnt auch mit Hilfe der Kontrollkästchen To-Do-Listen anlegen. Nutzt ihr jetzt für eure VWR Online-Artikel, Videos oder Webseiten, könnt ihr euch die kostenlose Browser-Erweiterung Evernote Web Clipper herunterladen. Habt ihr das nun gemacht, findet ihr oben ein kleines Symbol. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder ganze Artikel zu speichern, ganze Seiten oder nur einen Screenshot von den wichtigsten Ausschnitten zu machen. Jetzt könnt ihr noch einen Text hinzufügen oder die wichtigsten Sätze markieren. Klickt ihr auf Speichern, wird euch der Artikel in eurem Notizbuch angezeigt. Um die Suche nach einzelnen Inhalten zu vereinfachen, könnt ihr sogenannte Schlagwörter hinzufügen. Diese helfen euch, einen besseren Überblick über das bereits Geschriebene zu erhalten. Eure wichtigsten Einträge könnt ihr auch als Favoriten markieren, indem ihr die Notiz einfach in das Favoritenfeld hineinzieht. Wollt ihr jetzt eure Notiz mit anderen Personen, wie zum Beispiel eurem Betreuungslehrer, teilen, könnt ihr ihnen diese öffentlich zugänglich machen. Dazu klickt ihr in eurer Notiz den Pfeil in der oberen Ecke an. Nun müsst ihr noch Namen oder E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers eingeben und auf Freigeben klicken.